Jetzt halt die Frage. Ich muss mich entscheiden. Also, das allererste, was wir hier machen, ist einmal ganz kurz unser altes Weekend League Team bewerten. Wir haben 17 Siege geholt, 17-3. Mit diesem wunderschönen Team waren viele neue Spieler dabei. Also, wir gehen mal einmal ganz kurz die alten Spieler durch, die ich schon gezockt habe, die keine Bewertung mehr brauchen. Und das sind Tsubimendi, Tavernier und Carlos. Ich würde Carlos eine sehr gute 2 geben, Tavernier eine 1+, ihr wisst, ich liebe den. Und Tsubimendi kriegt von mir tatsächlich weiter eine 1+. Ich finde, das ist der, also ich bleibe dabei, ist für mich der beste Sechser, den ich bis jetzt gespielt habe. Ich finde den richtig geil, ne? Wir haben einfach 125 Spiele mit dem und der ist noch gar nicht so lange draußen. Finde den richtig, richtig gut. Aber habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört. Schmeichel im Kasten. Ihr könnt gerne eure Noten mit reinschreiben, wenn ihr im Stream gesehen habt und so ein bisschen auch in meinem Best-of-Video. Ich würde Schmeichel so eine 2 geben. Ich fand den ganz gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, oh mein Gott, Schmeichel, er war so geil. Ich werde ihn nie wieder verkaufen. Ich werde ihn gleich verkaufen. Sagen wir es mal so. Schmeichel eine 2. Vidic würde ich wahrscheinlich eine 1- geben. Ich fand den sehr geil. Also vor allem so stehen verteidigen, der ist halt ein Koloss, 99 Defensive, merkt man. Aber er hat halt keine 4 Playstyles und ich finde, es gibt bessere Innenverteidiger. Auch irgendwie mit geilerem Player-Model. Wäre bei einer 1-, trotzdem gut. Cordoba, bin ich offen und ehrlich, für mich eine 3. Ich fand den okay, aber die Größe hat schon abgefuckt. Also selbst mit in der Luft plus. Ich fand den nicht so cool. Ich weiß nicht, wer von euch den schon gespielt hat, aber ja, es ist halt wirklich die Körpergröße. Und irgendwie ist halt dieses, dass er beweglich ist und dass er schnell ist, das gleicht halt die Größe nicht aus. Der verliert mir auch zu viele Zweikämpfe. Den fand ich richtig geil. Wie ich ihn liebevoll nenne, den Kanadier. Sehr geile Playstyle, sehr geile Allround-Stats. Sehr, sehr nice. 4-5, hoch. Sick. Auch Tiki-Taka, Schnittstellenpass, Technical, Curve Plus, sehr geil. An vielen Toren beteiligt gewesen, hat mir sehr gut gefallen. Also ich würde hier mit einer 1- gehen. Das Einzige, was ich kritisieren würde, ich fand den defensiv nicht ganz so stark, obwohl er da gute Stats hat. Aber sonst für die 8 fand ich ihn geil. Sabitzer, werden wir gleich sehen, habe ich Assi-Verlust mitgemacht. Muss ich aber sagen, jetzt wo es keine dynamische Karte mehr ist, den kriegst du ja jetzt für 200k, ne? Weil Österreich draußen ist. Ich finde den richtig geil. Also wenn ihr jetzt 200k übrig habt, holt euch mal diesen Sabitzer. Der ist richtig sexy. Abfangen plus und Antizipation plus als Kombi im zentralen Mittelfeld ist gestört. Der gewinnt halt so viele Zweikämpfe, das ist richtig geil. Entscheidender Pass, auch ein geiler Playstyle. Ich muss sagen, es war mir ein bisschen zu viel entscheidender Pass. Weil ich habe halt in dem Team irgendwie 4 Spieler gehabt mit dem 3x-Pass-Playstyle. War mir ein bisschen too much, aber dafür konnte jetzt Sabitzer als solcher nichts. Ich würde ihm so jetzt wahrscheinlich eine 1- geben. Ich werde gehatet werden, aber das ist komplett in Ordnung für mich. Das ist der Mülleimer der Woche. Ich gebe Ada Güler eine 4. Ich fand den nicht geil. Ich fand ihn nicht gut. Es tut mir leid. Ich fand den wirklich nicht gut. Der kann halt dribbeln und ordentliche Pässe spielen. Aber für die Position, wo ich ihn gespielt habe, war das nichts. Da ist er mir einfach nicht gefährlich genug auf dem Weg zum Tor. Hab irgendwie, weiß nicht. Ich finde die Playstyles halt nicht geil. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber so entscheidender Pass, weiter Pass, Technical First Touch ist irgendwie keine geile Kombi für Playstyles. Also, ich glaube, das wird zum Beispiel ganz anders aussehen, wenn First Touch weg wäre und dafür Curve Plus da wäre. Aber, ja, weiß nicht. Vielleicht hätte ich ihn auf der 8 spielen müssen mit den 2 Pass-Playstyles. Aber als rechter MS, so weit offensiv, ihr seht ja auch, ich habe nur 3 Tore mit dem gemacht, weil er, finde ich, halt so nicht so diesen ganz krassen Drang nach vorne hatte. Keine Ahnung. Also, ich fand den nicht so geil, muss ich leider sagen. Für mich eine 4. Harry Kane, linker MS, auf Engine, assi geil. Ich finde Harry Kane, Tots, sehr geil als Second Striker. Ich habe ihn ja linkes MS gespielt, Engine drauf, Technical, Curve Plus und entscheidender Pass Plus, richtig geil. Den habe ich ja schon vorher gezockt, aber da als Mainstürmer. Den fand ich sehr, sehr geil. Und jetzt passiert etwas, was ihr nicht von mir gedacht hättet, ne? Weil ich die erste Karte so kacke fand. Aber ich gebe dir Druck bei den Rucksack der Woche. Ich fand die Golasso-Icon so scheiße. Aber der ist geil. Junge, der ist mit Technical Plus so brutal. Er ist so ein Vieh, Alter. Er ist so ein Vieh. 1+ mit Sternchen Rucksack der Woche. Der war so geil. Wer von euch hat alles diesen Drogba gemacht? Eins in den Chat. Ich finde den so unfassbar gut. Absolut gestört. Was für Stats. Ja, der ist Killer, Alter. Der hat aber auch alles, was ich brauche. Ohne Spaß. Der hat alles, was ich auf dem Stürmer brauche. Technical ist geil. In der Luft ist broken. Der ist lengthy. Powershot finde ich auf dem Stürmer geil. Dann Rakete, Raserei in Silber. First Touch in Silber. Ruhepol in Silber. Der hat halt wirklich auch geile silberne Playstyles. Aber ich finde den überragend. Für mich 1+ mit Sternchen. Also in-game für die, die wissen wollen, spiele ich weiterhin so. Nichts Besonderes. Wenn ihr euch die Anweisung abscreenshotten wollt, gehe ich hier einmal ganz kurz durch. Also es kommt auch auf YouTube. Da könnt ihr einmal abscreenshotten. Ja.
Und die Taktiken sind so. Wäre ich kein Bayern-Fan, hätte ich ihn auch gemacht. Macher. Ich überlege halt gerade, wir müssen jetzt mal einen kleinen Kassensturz machen. Also Schmeichel, Vidic und Sabitzer verkaufe ich auf jeden Fall wieder. Sabitzer wird halt komplett brechen. Robert, ich brauche Footbin-Preise. Das wird jetzt richtig schmerzen, ne? Das wird jetzt brutal wehtun. Sabitzer 228. Boah. Digga, ich habe 400.000 mit einer Karte Verlust gemacht. Ich hatte vor der Weekend League, glaube ich, 2,9 Millionen. Alter, habe ich Verlust gemacht. Wenn der weggeht, ich habe mit Hängen und Würgen 2,1 Millionen. Ich habe in einer Weekend League 800.000 Verlust gemacht.